Mama kümmerte sich um Charlotte. Sie hatte sie immer zugedeckt, umarmt und gestreichelt. Sie war sehr zärtlich und liebevoll. Charlotte ist nie was Böses passiert und ich habe mich gewundert. Ich konnte das nicht verstehen. Anfangs hatte ich fast Angst, Furcht davor, dass sie mir wehtut. Ich habe immer auf den Augenblick gewartet, an dem Mama sie verlassen würde. Denn ich verdiente es nicht zu leben. War es nicht wert, geliebt zu werden. Es ist kalt, es ist dunkel. Jetzt friert sie, sie wird krank werden. Wir können uns um sie kümmern. Das ist nicht verboten. Das ist nicht verboten. Charlotte ist brav. Leute, neues Kapitel 2. Hey, ich kann die Taschenlampe nicht anmachen. Auch ne. Dadurch, dass es ja auch zu einer extrem unchristlichen Zeit war, sind diese Bilder nicht durch Skizzen entstanden. Die Zunge ausschnibbeln und wir zusammen. Sowas kann ich ja ab. Horror! Briefe! Okay. Charlotte! Ich habe mich Sorgen gemacht um dich. Nationale faschistische Vereinigung zum Kampf gegen Tuberkulose. Ein zivilisierter Mensch spuckt nicht auf den Boden und flucht nicht. Zentralkomitee gegen Blasphemie unter dem Vorsitz seiner Majestät des Königs. Ist das eigentlich Licht an? Natürlich nicht. Ich habe den Hauptschalter betätigt, aber damit habe ich anscheinend nur diesen Generator, also diesen Projektor zum Laufen gebracht, aber kein Licht! Hä? Ich sehe einfach mal nichts. Was war das? Was im Geier war das? Ach, hier geht Licht an. Ja? Das sieht aus wie ein Plötzlich. Speck. Was ist das? Hier war mal ein Bild. Oder sollte ein Bild hängen? Hä? Was ist denn? Und du? Ich sag mal Reste. Hä? Ich check's nicht. Ich habe einen Rollstuhl im Erdgeschoss gesehen. Praktisch und bequem. So können wir Charlotte ins Warme bringen. Nein, das wäre Quatsch. Achso, ist dir jetzt das zu anstrengend, deine Puppe zu tragen, oder was? Kann ich verstehen. Hö! Das ist dunkel, da bin ich auch nicht lang. Scheiße! Wo bin ich hier? Ich bin raus! Hey, wir haben mal Tomb Raider durch, dann können wir auch mal ruhig wie ein Horror-Game spielen, am Arsch!
Mama! Ich habe Charlotte wiedergefunden! Mama! Gut. Oh Gott! Oh Gott! Okay, denn. Vielleicht da hinten schon? Nee, war ich nicht. Das sieht aus wie ein Flashback. Diese Lampen könnten eine gute Wärmequelle sein. Aber Charlotte hat es hier unbequem. Sie wird sich nicht wohlfühlen. Ach, jetzt kümmern wir uns auch noch drum, wie es der Puppe geht oder was? Ich meine, klar, Charlotte. Ich sorge dafür, dass es dir gut geht. Rolle, 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 roll mein Ball. Rolle, rolle, roll mein Reifen. Aber erst mal den Reifen finden. Ja, ah, komm. Fahrstuhl. Hä? Fahrstuhl. Ja, hallo? Hä? Was da? Runter. Oh, jetzt beschwer dich noch. Runter. Die hat echt Mumm, dass sie sich einfach mal in einen Fahrstuhl stellt, der seit Jahrzehnten nicht mehr gebraucht wird. Ist ja normal, das ist ein Fahrstuhl. Ein Fahrstuhl muss runterfahren und hochfahren. Der kann nicht kaputt gehen. Nein, gar nicht. War die Tür vorhin auch schon? Ich glaube ja. Tschüss. Na, wie geht's dir? Hier ist es bequem für Charlotte. Aber es ist kalt. Nein, das geht nicht. Es ist zu kalt hier. Nicht zittern. Die Kälte geht gleich vorbei, Charlotte. Sie geht vorbei. Freiheit! Freiheit! War hier... das sind Toiletten gewesen. Okay, Charlotte. Du beschützt mich, ne? Wenn irgendwas Böses kommt... Warum spiele ich immer sowas? Und Spaß macht richtig. Geh nicht bei geöffneten Türen. So, einmal hoch, bitte. Ja, Charlotte, gleich wird's warm. Der größte Horror, den ich bisher gesehen habe, ist die Puppe. Und die Steuerung von diesem Rollstuhl. Wo waren denn die Lampen? Ich sehe nichts! Hallo. Hier ist falsch. Hier bin ich ja... Da rein. Und dann bin ich gegengefahren. Ja, ich bin auch ein Held der Nation, ey. Warum machst du denn dann Licht aus, wenn du diesen Rollstuhl... Oh, diese Steuerung. Hast du gesehen? Die Kälte lässt nach. Das Licht, die Wärme. Wir dürfen es tun, die Kälte lässt nach. Das ist nicht verboten. Jetzt können wir in die Abteilung, in der alles angefangen hat. In der Beobachtungsabteilung im Erdgeschoss hat alles angefangen. Weil zuerst wurde beobachtet und dann wurde missbraucht. Richtig. Wer kennt's nicht? Ich habe hier vorhin aber schon ein paar Geräusche gehört, die total... Ich weiß nicht. Ach. Da leuchtet doch was. Oh, ich habe vorhin nichts gesagt. Geh weg. Geh weg jetzt. Da gehe ich ja zu Fuß, lieber. Geht ja dreimal so schnell. Das habt ihr doch auch gehört, oder? Ich
kann nicht zurückgehen. Ja, klar. Ich wollte nicht zurückgehen. Na klar. Ja, sie haben damals schon diese automatischen Türen gehabt. Wird das immer schneller? Hallo? Ja. Ich will mich nicht umdrehen. Ich kann mich nicht umdrehen. Hä? Ich bin doch nicht... Hallo? Habt ihr nicht erwartet, dass da jemand runterguckt, ne? Hä? Ja, klar. Hm? Hm? Ich komme mir vor wie bei Indiana Jones. Du musst nur daran glauben. Ach, dann gehen wir mal eine Runde. Das ist ja nämlich in dieses komische Bild, weißt du, wo halt diese Treppen überall verwinkelt und so. Ich kann mich nicht drehen. Okay. Ich kann mich nicht nach links und nicht nach rechts drehen. Ich fühle mich in meiner Freiheit eingeschränkt. Das sind Betten. Alter, wie lang sind die Betten? Das sind ja locker 4 Meter oder was? Ich meine mal jetzt nicht. In so einem Bett habe ich damals immer geschlafen mit meinen 3 Geschwistern. Als ich einmal das Licht ausgemacht habe, wurde es nicht dunkel. Es war etwas unbeschreiblich Großes, Grenzenloses. Ein Licht, das erbarmungslos blendete. Ich war 16 und hatte Angst, immer Angst. Eine Angst, die mich langsam kaputt gemacht hat. Ich brauchte Hilfe, aber ich konnte nicht sprechen. Alles machte mir Angst, auch das Denken. Sie haben mir gesagt, sie würden mich an einen Ort bringen, wo ich keine Angst mehr haben würde. Wo ich mich besser fühlen würde. Dort drin habe ich aufgehört zu leben. Sie haben mich weggeschleppt und mir alles, alles vom Leib gerissen. Ich habe versucht zu erklären, was in mir vorging. Sie haben mich tagelang ans Bett gefesselt. Ich war mit meinen Albträumen allein. Das war keine Angst mehr. Das war Wahnsinn. Und wenn du wahnsinnig bist, existierst du nicht mehr. Sie ganz allein in dieser Hölle. Ich stürzte hinab in den Abgrund der Verdammten. Aber diese Frau und ihr Lächeln haben mich am Leben gehalten. Es ist dunkel draußen. Es ist dunkel draußen. Neues Kapitel 3. Es ist dunkel draußen. Also kam sie momentan nur hierher, um sich hinzulegen? Die Tür ist mit einem Schlüssel von außen abgesperrt. Okay. Hier können die Türen nur von außen auf- und zugeschlossen werden. Warum hat man mich denn hier eingeschlossen?
Hier kann man nicht raus. Die einzigen, die rauskamen, waren die Toten. Oh! Positiv. Gefällt mir. Bei dir ist das Glas auch immer halb voll, wa? Die ganze Tür sind abgesperrt. Ich komme hier nirgendwo rein. Ich meine, ist auch gut. So spare ich mir sehr viel Zeit, wo ich mir die Hose machen kann, aber hey. Hä? Da gehe ich nicht rein? Oder? Charlotte, ich habe die Schiene oben zum Warmen hingesetzt. So, das gibt Hausarrest. Alter, ich sehe nichts. Jo, das Licht funktioniert irgendwie doch, aber... Ich will hier nicht sein. Scheiße. Hallo? Wenn sie mich nicht sehen, sehe ich sie nicht. Oh, ich bin ein Baum. Schön. Bin ich gerade draußen? Nee, es ist nicht draußen. Wieso ist hier ein Baum drinne? Okay. Ich gehe jetzt mal kurz gucken, wie es Charlotte geht. Ich habe mega Gänsehaut. Hallo? Ist hier jemand? Außer Charlotte? Davon ist ja keine mehr, nicht mal ein Schwein. Charlotte? Hör auf rumzuspielen! Ich dachte, wir mögen uns. Hoho, endlich ein bisschen Papier angepasst hier. Ist hier der Beobachtungsraum? Oh, mir geht's aber gerade nicht so gut, oder? Geht's Ihnen gut, Ma'am? So mir eher so weniger. Mir geht's so semi gut. Oh, lass ich mal durch da. Oh, warte, ich brauche mal kurz eine Sekunde zum. Kann ich mit denen nicht reden? Ma'am. Oh, die ist ja nackt. Ups, Entschuldigung. Wieso ist hier eine nackt? Die hinten auch? Doch, Mann. Ey, guck mal, ich bin doch nicht blöd. Guck mal, die hat doch hier ein Kleid an. Die auch. Mir geht's echt. Die ist wirklich nackt oder die das ist nackt? Der was an. Mann, ich bin hier raus. Oh, Alter, mir geht's gerade richtig ungut. Oh, boah, ey, ich glaube, letzte Nacht war zu doll, ey. Charlotte, ich hab dir gesagt, du sollst nicht mit Fremden reden. Charlotte! Du Drecksau. Gib mir Charlotte wieder. Oh, Alter, mir geht's echt nicht gut. Alter, was haben die mir reingemixt? Erstmal Licht anmachen. Kann ich nicht, finde ich super. Charlotte! Warum bist du dreimal da? Hast du deine beiden Schwestern mitgebracht?
Hallo? Hä? Okay. Das nennt man Badewanne, ja. Genau. Er hat gelacht, schwer geatmet, an mir rumgesabbert. Er hat mich angefasst und mir dabei wehgetan. Ich hatte das Gefühl, mit einem lauten Krachen zu zerbrechen, in Stücke gerissen zu werden. Ich fühlte mich schwach, krank, falsch, schmutzig. Alles, was ich tun konnte, war Charlotte ganz fest zu umarmen, während er... René gehorchte. Er war der Herr über das Reich des Lichtes. Das Böse, das ich begangen hatte, verschlang mich. Ich erbrach und fühlte, wie die Höllenqualen immer näher kamen. Mein Gott, diese Visiten. Sie sagten, es wäre etwas in mir, das sie herausholen wollten. Mein Gott.